Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Maestia. Heute schon der siebte Teil. Und ja, wir sind Level 15 und loggen uns einmal ein. Mal sehen, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Auf jeden Fall sind wir in Delphi. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört, aber auf jeden Fall höre ich es ziemlich laut. Hinter mir regnet es, wie wenn jemand 100 Milliarden Liter aus dem Himmel kippen würde. Also Liter Wasser natürlich. Naja, wir müssen noch zum Bandstein vom Delphi-See, sehe ich gerade. Und da reiten wir doch einfach mal hin. Gut, wow, unser Blutzahn, ein richtig schnelles Tier. Und da sind wir auch schon am Bandstein. Wir steigen ab und bekämpfen ihn mit einer Flammenkugel. Und danach können wir auch mal wieder unseren Eisblitz ausprobieren. Haben wir schon lange nicht mehr benutzt. Hier, diese kleinen Bandsteinwächter. Ich hoffe, die machen uns nicht zu große Sorgen. Auf jeden Fall kriegen die erstmal schön ein bisschen Damage ab. Und der Bandstein sollte auch gleich vernichtet sein. Gut, das haben wir erledigt. Unsere Belohnung erhalten wir, indem wir auf Z gehen und beten. Der beruhigte See und konntest ihn vernichten. Ha, klar. Beenden wir und kriegen 230 Gold und 50 Erfahrungspunkte. Alles klarschen. Guti. Dann gehen wir wieder auf Z und schauen. Oh, wir haben ja richtig viele Quests. Deswegen aktiviere ich diese Quests alle mal ganz kurz schnell. Hier brauchen wir Undinen. 8 Stück. Die gibt es da drüben. Die machen wir jetzt kurz zuerst. Da können wir ein paar ziehen. Die werden uns wahrscheinlich nicht so schnell kaputt kriegen, hoffe ich mal. Oder habe ich mich hier getäuscht? Naja, wir werden es sehen. Nein, geht eigentlich. Allerdings ist das Problem, dass wir keine Mana mehr haben. Ja, das ist eine sehr schlaue Taktik gewesen, einfach mal hierher zu kommen ohne Mana. Juhei. Aber jetzt haben wir auch die letzte Undine gleich vernichtet und unsere Quests 7 von 8 abgeschlossen. Nicht schlecht. Nach der Quest würde ich sagen, gehen wir erstmal kurz in die Stadt. Ah nein, wir sind noch gar nicht Level 16. Also brauchen wir noch ein Level und danach gehen wir in die Stadt und upgraden unsere Skills, damit wir auch ein bisschen stärker werden können. Gut, die Undine. Warum heißen die eigentlich Undinen? Komisch. Naja, auf jeden Fall, unsere Quest ist beendet. Wir gehen auf Z und erhalten die Belohnung, nämlich 410 Gold und 90 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. Guti, wohin laufen wir denn jetzt? Jetzt laufen wir erstmal hier lang. Drücken auf Z und schauen die nächsten. Audienz bei Garbanet, das heißt, wir müssen in die Stadt nach Superion. Das machen wir aber erst, wenn wir unsere zwei anderen Quests hier erledigt haben. Und zwar sagt unser lieber Senmut zu uns: Felus, ich sehe, du hast dich weiterentwickelt. Ja klar. Vielleicht finde ich einen Weg, den dritten Andachtsquellenbandstein zu zerstören, wenn ich es untersuche. Alles klar. Dann erledigen wir mal noch die letzte Quest, beziehungsweise nehmen diese an. Und zwar müssen wir gewaltige Golems 9 Stück erledigen. Das machen wir aber erst, nachdem wir diese andere Quest hier erledigt haben. Und da schauen wir mal, wo wir da hinlaufen müssen. Uff. Nach ganz, ganz, ganz oben. Dann würde ich sagen, machen wir zuerst kurz die Golems. Die sind nämlich da hinten. Naja, okay.
So viel näher sind die jetzt auch wieder nicht. Aber da rennen wir kurz hin mit unserem Renntier. Aha. Okay, der Witz war nicht gut. Ja. Und lauf und lauf und lauf. Diese Steinelster oder diese ganzen Els allgemein, die benötigen wir später. Da können wir die sozusagen ernten. Ja, aber ich habe immer noch nicht rausgefunden, was man genau mit denen machen kann. Das werde ich mir später mal anschauen müssen. Oh, jetzt habe ich gerade ganz umsonst eine kleine Heiltrank-Fiole getrunken. Aber das ist doch egal. Wir haben ja genug Geld. Wir sind ja richtige reiche Kämpfer, Leute hier. Naja, denken wir mal zu denen hier und drücken auf V und legen bzw. knien uns ein bisschen hin. 928 Mana haben wir. Ja, ein bisschen wenig. Und da ist auch schon der nächste, der uns sofort angreift. Das ist doch toll. Boah, ein eiskalter Killstil. Das lasse ich aber nicht durchgehen. Gut, wenigstens kann ich looten, weil ich den ersten Hit gemacht habe. Ja. Immer dieses Rumknien, das ist schon schlimm. Aber naja, währenddessen können wir hier diese kleinen Fiölchen auf die 7 ziehen. Und der Golem bemerkt uns nicht, was sehr super ist. Und wir probieren mal was Kleines aus. Hier können wir unseren Zauberangriff um 30% erhöhen. Der Cooldown ist allerdings 5 Minuten und es dauert auch nur 30 Sekunden an. Das machen wir einfach mal. Probieren wir mal, ob es was bringt. 215 Schaden, nicht schlecht. Hä, jetzt haben wir nur noch 29. Letztes Mal hatten wir 199, ganz sicher. Naja, aktivieren wir das und wir haben 10% mehr Hitpoints. Das ist doch toll. Der ist auch tot. Was haben wir denn hier? Super, ein nicht verzaubertes Oberteil, das wir absolut nicht benutzen können. Naja, wir können es schon benutzen, aber es bringt uns nichts. Boah, der rennt jetzt weg, ey. Nein, bitte, nein. Der auf den hier. Keine zwei ziehen. Sonst sterbe ich. Oder wir. Oder die ganze Welt von Maestia. Nein, nur wir würden sterben. Ich glaube, ich sollte nicht so viel Schrott reden. Aber irgendwie liegt das Glaub in meiner Natur und so ist das halt. Oh, ist der AFK? Nein. Sonst hätten wir ihn gerettet. Weil wir also soziale Menschen sind. Gut. Wir brauchen noch zwei von diesen dicken Golems. Und dann haben wir die Quest auch schon wieder erledigt. Stirb. Nein. Das gibt's doch gar nicht. Warum geht mir immer mein Mana aus? Und vor allem, warum habe ich nicht mehr. Hier stand er doch. Hier steht. Ah, das ist dieser Bug, dass HP-Erholung dran steht. Deswegen. Den machen wir noch. Und dann müssen wir sowieso in die Stadt ein bisschen einkaufen, ein bisschen Quests abgeben, ein bisschen ausruhen. Boom.
dann ist er auch mal wieder tot. Und wir benutzen unser Teleport-Pergament in die Stadt. Und tschüss. Das war jetzt mal gut. Ja. Das braucht ja 100 Jahre heute Abend. So. Mittlerweile habe ich schon 4 Abonnenten, was ich richtig geil finde. Von Tag zu Tag werden es immer mehr. Und das bestätigt mich nur darin, dass ihr auch mögt, was ich mag. Was ich mag? Ihr mögt, was ich mag? Ja. Dass ihr halt mögt, was ich hier so mache. Und ja, ich sehe das als Bestätigung. Und ich finde das toll. Ich habe ganz schön lange nach dir gesucht. Ja. Wir beenden die Quest. Und was für eine Belohnung wollen wir? Empfang eines passiver Meister und ein aktiver Meister. Wir nehmen den passiven lieber und beenden. Und willst du immer noch unserem Clan helfen? Jawohl, will ich natürlich. Ich bin der Einzige, dem wir zurzeit vertrauen können. Wir sollen die Anweisung von Gabonet befolgen und zu der Garnison auftreffen, natürlich. Da stimmen wir mal zu und wir machen uns sofort auf den Weg, nachdem wir ein paar andere Quests erledigt haben. Oh, eine super Abschlussbedingung bis Stufe 17 hochleveln. Natürlich machen wir das. Guti. Mit dem hier müssen wir noch reden. Mit dem Händler Amos. Da gehen wir doch gerne hin. Ich frage mich, wie man Fußspuren im Stein hinterlassen kann. Naja, hier scheint alles möglich zu sein. Ah, der Händler Amos ist da ganz unten. In Delphi, dann beenden wir zuerst diese Quest hier. Wir sollen uns weiterentwickeln. Natürlich entwickeln wir uns weiter. Aber wir kriegen erstmal einen aktiven Milestone. Nein, einen aktiven Kristall. Entschuldigung. Beziehungsweise einen aktiven Milestone auch. Ja, stimmt. Und zwar wird unsere HP um 491 regeneriert, wenn wir diesen aktivieren. Das machen wir doch gerne. Wir haben doch die Quest gerade eben beendet. Hä? Bekommen wir jetzt immer... Ist es ein Bug? Oder meine ich das bloß? Ah nein! Wir haben bloß keinen Platz. Das heißt, wir gehen zu irgendeinem, am besten zu Elendir. Und die soll uns dann mal ein bisschen Geld geben. Die Geiz halt in... Verkauft. Und den behalten wir. Verkauft. Magisches Rüstung brauchen wir auch nicht. Verkauft. Giftexplosion auch nicht. Den hier können wir nicht verkaufen. Das können wir mal behalten. Verkauft. Und den Rest behalten wir erst einmal. Gut, dann schließen wir die Quest hier ab und beenden und bekommen diese kleinen Milestones. Allerdings können wir sie nicht aktivieren, deswegen mache ich den mal hier rein, weil da kriegen wir sofort Regeneration und da mehr HP. Wie lange haben wir das noch? 3 Minuten und ein paar Sekunden. Warum gehe ich nochmal zu Elendir? Ich muss zum Altar. Und zwar ein paar Items identifizieren. Auf geht's zum Zaubererviertel. Oh, was hat denn der auf dem Kopf? Ein Ei? Ah, bestimmt. Von dem lustigen Osterevent in Maestia noch übrig. Ja, es war wirklich sehr witzig.
hunderttausende Leute mit Eiern auf dem Kopf. Und nein, nicht das, was ihr denkt. Ganz normale Eier vom Huhn. Obwohl das andere auch lustig aussehen würde. Naja, aber wir sind ja hier nicht da, um versaute Witze zu reißen, sondern eher um seriös ein Let's Play zu machen und durchzubringen. Ja, wir wollen alles enthüllen. Super duper. Der hat auch so ein Ei auf dem Kopf. Eierkopf. Gut, vergleichen wir das mal. Vitalität plus 6. Nein, das brauchen wir nicht. Aber es ist doch besser. Deswegen nehmen wir lieber diesen neuen Helm anstatt dem alten Krüppelhelm. Das wurde enthüllt und das ist doch ganz schön. Ach, perfekt. Dann sind die Items hier perfekt sortiert. Und wir verkaufen ein paar Sachen. Und zwar an unseren Skill-Lehrer. Und kaufen von ihm auch ein paar kleine Skills ein. Und zwar diesen hier, den Eispfeil Level 2. Und magische Rüstung Level 1 brauchen wir nicht. Was brauchen wir denn noch? Oder was wäre ganz geschickt? Nichts mehr. Das gibt's ja gar nicht. Aber wir sind auch noch nicht Level 16. Genau. Das ist nämlich das Problem. Dann kaufen wir einfach mal dieses Skillbuch ein, weil wir das ganz, ganz sicher brauchen werden. Was bringt das hier? Zauberauflösung brauchen wir nicht. Noch nicht. Ja. Was brauchen wir denn noch? Gewitter Level 1 haben wir. Wir brauchen Gewitter Level 2. Geisterrüstung Level 2 nehmen wir auch mal mit. Und ja, das war's erstmal. Wir kommen dann wieder in die Stadt, wenn es so weit ist. Was? Achso, wir wollten ja unserem lieben Händler hier noch was handeln, rumgeben, aber natürlich auf gar keinen Fall verschenken. Das hier brauchen wir sowieso nicht mehr. Das schmeißen wir einfach mal zu dem in den Rachen. Gut, sieht ganz geordnet aus. Das passt. Schauen wir mal hier, was wir für einen Meisterhund rausbekommen. Ich habe keinen Bock, das jetzt aufzuwerten. Wir wandeln das gleich um und drücken auf Stopp. Wir haben bekommen einen passiven Milestone. Und zwar kriegen wir Schildblock plus Schildblockrate plus 20% für eine Minute. Ja, genau, wir haben ein Schild als Zauberer. Deswegen brauchen wir diesen Milestone nicht. Einfach weg damit. Schrott. Gut, weiter geht's. Was haben wir denn hier noch? Ah, diese göttlichen Tränen, die können wir mal aufwerten. Aber jetzt habe ich keine Lust dazu. Das machen wir irgendwann anders, weil da braucht man viel Glück. Wir müssen noch ganz kurz zum Lagerverwalter. Dann können wir ein paar unserer Sachen, die wir im Moment nicht brauchen im Inventar, in unser Lager ablegen. Hört sich doch ganz praktisch an. Hier können wir mal wieder diesen Meister nachher aktivieren. Plus 10% HP, wenn wir draußen auf dem freien Feld sind. Aber jetzt bringt er uns nichts.